Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute A is for Abstinence mitgebracht, der zweite Band der Kellywood-Reihe von Kelly Oram. Und ich fand das Buch nicht schlecht, aber ich finde, es kommt nicht an Band 1 ran. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also, ich habe es zumindest so empfunden. Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute A is for Abstinence mitgebracht. Das ist der zweite Band der Kellywood-Reihe. Der fängt auch genau da an, wo der erste Band aufgehört hatte. 4 Jahre sind vergangen, seit sich die Wege von Kyle und Val getrennt haben. Val ist sich treu geblieben und immer noch Jungfrau. Doch dank einer Talkshow trifft sie nun endlich ihre leibliche Mutter. Und in der gleichen Show kreuzt sich auch ihr Weg erneut mit dem von Kyle. Er lebt mittlerweile abstinent, nachdem ihn seine Ex-Verlobte betrogen hat und ihm klar geworden ist, dass Val die eine ist. Doch kann das wirklich gut gehen oder sind die Gründe, die sie bereits vor 4 Jahren getrennt haben, noch immer da? Bevor ich jetzt genauer auf den Inhalt eingehe, zeige ich euch erstmal das Buch. Also ich finde es wieder sehr, sehr schön gestaltet, schlicht, aber schick. Passt auch irgendwo perfekt zum ersten Band der Reihe. Wieder den Klappentext. Und jetzt geht's weiter mit dem Buch selbst und wie es mir gefallen hat. Also, wie ihr vielleicht noch wisst, hat mir Band 1 sehr gut gefallen. Und ich war ziemlich begeistert und leider hat mir aber in Band 2 dieser Zauber gefehlt. Das Buch ist komplett aus Kyles Sicht geschrieben, was einerseits ein Vorteil, andererseits aber auch ein Nachteil ist, in meinen Augen. Es ist ein Vorteil, weil wir endlich mehr über Kyle erfahren und seine Gefühle für Val, über sein Leben, seine Familie und ja, einfach über ihn. Es ist aber auch ein Nachteil, weil man sich das ganze Buch trotzdem nicht sicher ist, was man von Kyle halten soll. Ja, er liebt Val, aber dieses ganze Abstinenz-Ding macht er nur, um sie für sich zu gewinnen. Er gibt offen und ehrlich zu, dass er daran nicht glaubt. Er tut es, damit Val ihm eine Chance gibt. Er macht keinen Hehl daraus, dass er mit Val schlafen will und es bleibt aber ganz offen, ob es letztlich nur das ist, was er will. Also das ist ganz, ganz lange bleibt das wirklich offen. Und man fragt sich, meint das ernst, meint das nicht ernst? Und ich fand es einfach schade, dass es so lang sich hingezogen hat. Und Kyle halt dadurch immer wieder auch als A-Punkt dasteht, weil man einfach nicht weiß, quasi ist er das der Bösewicht oder ist das nicht. Ne? Und immer wieder wirkt Kyle halt, als sei das alles nur eine Masche, um Val, die eine, die er nicht erobern konnte, ins Bett zu bekommen. Und das ist einfach, Diese andauernde Frage, ob er es ehrlich mit ihr meint, ist irgendwann anstrengend. Das überlagert irgendwie alles andere. Die Chemie zwischen ihnen ist jetzt auch anders als in Band 1. Und für mich ist halt so viel davon verloren gegangen. Von Val bekommt man halt nicht viel mit, was halt nicht aus ihrer Sicht geschrieben ist und man halt immer nur Kyle quasi hört. Und man sieht von ihr nur ihre Unsicherheiten in Bezug auf Kyle und auf Sex und beides absolut nachvollziehbar. Aber irgendwie fehlt halt ihre Stimme. Man hört andauernd von Kyle, wie blöd er es findet, dass er nicht mit Val schlafen kann und dass er nicht dran glaubt, was sie vertritt, und man bekommt halt ihre Seite nicht zu hören. Das ist ab und an echt schade, weil sie dadurch mehr den Eindruck einer radikalen Jungfrau macht, als sie in Band 1 dann wirklich war. Und damit ist er da halt reingerutscht und das hat das Beste an dem Buch gewesen, weil sie da immer dann immer nur reagiert hat im Prinzip auf Dinge, die ihr passiert sind. Und das in meinen Augen immer gut gemacht hat. Und man hat halt immer wieder von ihr auch gehört, dass sie nicht missionieren will. Und das fehlt hier. Na, heute lebt sie und
verdient auch Geld mit ihrer Rolle als Virgin Belle und hat daraus halt ein kleines Imperium errichtet. Und Kyle drängt sie halt auch nach wie vor immer wieder ins Rampenlicht, um sie zu ärgern, wie er das nennt. Aber ich finde, es ist halt aus seiner Sicht wirkt es schlimmer, was er macht, als damals aus ihrer. Und irgendwie sorgt es bei mir halt für jede Menge disharmonische Töne. Also mich hat Band 2 nicht so begeistern können wie Band 1. Mir hat irgendwie der Zauber gefehlt. Die Chemie zwischen Val und Kyle. Es wirkt irgendwie berechnender. Also mir hat einfach das Gefühl gefehlt. Ganz lang. Ich war mir halt lange unsicher, was ich von ihm halten soll. Ich fand ihn in Band 1 irgendwie süßer. Zudem fehlt mir halt auch Val und ihr Feuer. Da das Buch halt komplett aus Kyles Sicht geschrieben ist, vermisse ich ihre Stimme. Ich finde die Idee toll, Band 2 nur aus seiner Sicht zu erzählen, weil Band 1 aus ihrer Sicht war. Aber in diesem konkreten Fall wäre mir ein Wechsel der Perspektiven lieber gewesen. Es gab einige schöne Szenen, aber das meiste fühlte sich für mich zu oberflächlich an. Von mir bekommt das Buch nur 3 Sterne. Leider. Es tut mir wirklich in der Seele weh, weil ich habe mich so extrem auf dieses Buch gefreut. Das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis bald. Macht's gut!